Okay, das war Steph. Ich weiß ja nicht, in welcher Reihenfolge wir das ablaufen müssen. Um ja nichts zu verpassen. Das ist aber meine größte Angst, irgendwas zu verpassen. Bitte entschuldigt das Schloss. Wir leben in gefährlichen Zeiten. Willkommen im Elster-Emporium. Oh, das ist also ein Zauberladen? Hey, ich schau mich mal ein wenig um, okay? Okay. Das ist so geil gemacht, ohne Scheiß. Mal sehen, was Steph mit dem Laden angestellt hat. Geschäftslizenz. Gar nicht ominös. Geschäftslizenz. Die Magiergilde autorisiert hiermit das Elster-Emporium, Gegenstände mit magischen Eigenschaften zu kaufen und zu verkaufen. Die Gilde übernimmt keine Verantwortung für die Konsequenzen. Julia Javarnytsian, Erzmagier. Ist das geil gemacht. Ich würde gern eines dieser Bardeninstrumente ausprobieren. Dafür müsst ihr einen privaten Termin vereinbaren. Oh. Das werde ich. Schmiedenrolle. Oh, hey. Sonnensilber. Wir sollten es dem Schmied sagen. Sonnensilber, ein teils magische Mischung, die zum Schmieden zeremonieller Waffen, Schilde und Wappen genutzt wird. Einmal abgekühlt kann Sonnensilber mit der Helligkeit von 7 Sonnen erstrahlen, wodurch es Beliebtheit für Krönungen, Hochzeiten und Ratssitzungen am frühen Morgen erlangte. Komponenten Eisen, Goblinerz, Feuerpuder. Ich bin mal so frei und schreibe mir das in einem Notizding auf, okay? So, dafür muss ich nur kurz hier... Ah. Eisen, Goblin, Erz und Feuerpuder. Das ist Sonnensilber. Ich weiß nämlich nicht, ob die das dann automatisch sagen oder ich was auswählen muss. Deswegen Werbung. Mann, mein Liebesleben hätte ein oder zwei Wahrheitszauber gebrauchen können. Und verheiratet? Besucht sonntagabends das Elster-Emporium. Trefft Unverheiratete hoffnungsvoll in einer Umgebung, mit einem Wahrheitszauber belegt wurde. Liebestränke streng untersagt. Eintritt, einen Gold. Das finde ich cool. Entschuldigung. So ein Wahrheitsding. Als klassisch ausgebildete Bardin muss ich sagen, die Musik ist nicht schlecht. Oh mein Gott, wie cool ist der denn bitte? Er schmiedet das Himmelschwert der Macht. Ach ja? Irgendwann... wird Thanor es finden. Bestimmt. Dann war Thanor der mächtigste aller Mächtigen. Der sieht richtig echt aus. Ja, sieht richtig echt geil aus. Golems! Golems, Gebühr zum Erwecken nicht enthalten. Oh, Steph. Schade. Zauber! Echt niedlich, Steph. Kann man diese Zauber kaufen? Nur für Mitglieder der Magiergilde. Verzeiht. Oh. Einige Helden stehen bestimmt auf Barden mit fancy Gitarren. Aber schön, dass Thanor einen besseren Geschmack hat. Von vielen wird angenommen, dass dieses Instrument von Flinkfuß Silberzunge ist, dem Barden der Champions und Retter von Prinz Klardarin. Unbezahlbar. Oder bestes Angebot. Oh, Mietgatte. Es ist ein Wunder, dass Valkyrie überhaupt noch Hunger hat, wenn sie angeblich immer so viel Menschenfleisch konsumiert. Ach, hin und wieder braucht man auch mal Abwechslung. Menschenfleisch ist wahnsinnig zäh. Warnung. Katze ist verflucht. Nicht streicheln. Ja, dafür brauche ich keine Warnung. So. Auf der Suche nach Erkenntnis? Zieh eine Karte. Oh, ich will eine Karte ziehen. Wofür brauche ich Erkenntnis? Menschen, Dinge, Menschen. Oh, Menschen, Entschuldigung. Ryan. Trifft das auf Ryan zu? Hoffentlich. Der Stern, eine Karte über Inspiration, Optimismus und Hoffnung für die Zukunft. Okay, nochmal Menschen. Steph. Steph ist echt super. Die Närrin, eine Karte über Spontanität, Fruchtlosigkeit und Abenteuer, die man willkommen heißt. Ja, das ist wirklich Steph. Hoppala, nochmal Menschen, ich. Ich wünschte, die Dinge würden aufhören, sich dauernd zu verändern. Zur Abwechslung.
Das Rad des Schicksals. Eine Karte über entschlossene, unvermeidbare Veränderungen und den ewigen Kreislauf des Lebens. Oh. Ja, manchmal wäre es ganz schön, wenn Dinge einfach nur mal stetig bleiben. Typhon. Meine Fresse. Surreal. Oh. Der Teufel. Eine Karte über Kraft und Herrschaft und das Streben danach. Ah. Meine Kraft. Du hattest recht, Gabe. Ja. Ich bin ein Superheld. Der Wag, eine Kraft über Entschlusskraft, Fokus und die Gestaltung seines eigenen Schicksals. Und Haven. Irr. Lol. Der Tod, eine Karte über Enden, unvermeidliche Veränderung und los. Oh ja, wow. Passt leider auch über zu Haven. Aber war klar, dass irgendwann der Tod kommt. So, Ladeninhaberin. Oh, wow. Steph sieht ja mega aus. So. Die Straßen waren einst voller Menschen. Ich muss mich kurz umsetzen. Es wird unbequem. Und mein Stuhl ist da leider nicht sehr leise bei. So, okay, magische Waren. Ich wette, wir sollen hier etwas kaufen. Aber wir haben doch... Wir haben... Der Seelensaphir ist hier und steht zum Verkauf. Okay. 10.000 Gold? Okay. Offensichtlich gibt es einen anderen Weg, ihn zu bekommen. Wir sprechen. Warum kostet der 10.000 Gold? War ich zu großzügig? Er kostete ursprünglich 20.000, aber... Nein, ich meine... Vergesst es. Vielleicht können wir mit ihr ja handeln. Schriftrolle des Vorteils. Schriftrolle des Vorteils. Du und dein Verbündeter erhalten einen extra Zug. Kann er einmal eingesetzt werden. Schriftrolle des Vorteils. Ist wahrscheinlich bei Kämpfen, ne? Der Heilung, Schriftrolle der Gewandtheit, Trollstaub. Was ist Trollstaub? Sehr freundlicher Troll. Das würde ich gerne sehen. Trollstab Art, Kuriosität, erfordert jegliche Klasse. Effekt, bestäubte Trolle werden sehr freundlich. Eine Prise pro Troll. Okay. Aber wir feilschen da mal. Würdet ihr erwägen, uns den Saphir zu geben? Für meine Hand in der Ehe, für ein Gold umsonst. Für meine Hand in der Ehe finde ich halt schon cool. Für meine Hand in der Ehe. Im Austausch für etwas sehr viel Wertvolleres. Meine Hand. In der Ehe. Mit allen verbundenen Vorteilen. Okay, wir haben eindeutig diese Liebschaft mit Steph. Ich meine... Sorry, Ryan. Oh Mann! Ihr seid ja voll drin! Zu behaupten, ich sei nicht versucht, wäre gelogen. Aber ich kann das leider nicht annehmen. Vorerst. Wir brauchen den Saphir unverzüglich für unsere Quest, das Zeitalter der Monster zu beenden. Ich hörte von einem magischen Fisch. Der Legende nach lebt er im Fluss der Sorgen. Wenn ihr mir eine seiner Schuppen bringt, erhaltet ihr von mir den Saphir als Belohnung. Nebenquest! Ja. Okay, wir müssen aufhören mit Steph zu flirten, wenn wir mit Ryan eine Ding haben wollen. Okay. Wir gehen. Sonst funktioniert es nicht mehr. Aber vielleicht sagt unser Unterbewusstsein gerade, wir wollen Steph. Ladebildschirm ohne Musik. So, wir können jetzt direkt zum Schmied gehen, weil wir wissen, wie wir Sonnensilber machen. Da, Schmied, sprechen. Hey, wir haben die Komponenten für Sonnensilber gefunden. Es sind Eisen, Goblin-Erz okay. Und Feuerpuder. Den Göttern sei Dank. Natürlich. Wie konnte ich das vergessen?
Warum nehmt ihr nicht diese Schriftrolle für eure Freundlichkeit? Ich brauche sie nicht. Danke. Schriftrolle des Vorteils. Yay! Hab eine weitere Schriftrolle. Cool. Sehr gut. Okay, Typ mit Glatze. Hi, Typ mit Glatze. Wir müssen immer noch diese magische, wie Riley wohl mit dem USB-Stick vorankommt. Ach, die ist die Joggerin. Blumenladen? Wir können in den Blumenladen. Stört es dich, wenn ich kurz hier reingehe? Badenangelegenheiten. Ich muss meine, Mitgliedschaft in der Badengilde erneuern. Ja. Okay. Okay. Ich will halt nach Eleanor gucken. Die tat mir beim letzten Mal so leid. Aber ich bin nicht aus der Rolle gefallen. Ich glaube, wir hatten mir jetzt gesagt, es sind echte Erledigungen. Wäre uns ein bisschen sauer gewesen. Okay. Oh, hallo. Vielleicht frage ich Riley mal, wie es mit dem USB-Stick läuft. Okay, ich bin gerade überrascht wegen dem... Mega. Wegen der Einblendung von dem ganzen Laden. Aber wir kennen ja den Laden schon. Mann, diese Kleinstädte. Jeder hat sich Mühe gegeben, Riley in den letzten Wochen zu gratulieren. Sehr geehrte Kunden, die Geschäftszeit von Litas Blumen werden im Mai und im Juni eingeschränkt sein. Werden wir zusätzliche Angestellten einstellen. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Glückwunsch, Riley. Oh. Ton? Ach, Tombola. Ich habe Tonband also, gelesen. Also, spendet Eleanor die ganzen Dekorationen. Litas Blumenladen Frühlingstombola. Nehmt einen wunderschönen Strauß vom diesjährigen Frühlingsfest mit nach Hause. Ein Los gleich $1. Eine Einnahmen gehen an die Gesellschaft zur historischen Erhaltung von Haven Springs. Oh. Okay, haben wir hier noch irgendwo was? Irgendwo waren auch noch Blumen angezeigt, ne? Aber hier nicht. Rückgabekarte. Was für ein Stück Scheiße. Hey Riley, ich habe ein Abschiedsgeschenk für dich. Ist von dem Schokoladen, in dem wir zu unserem letzten Jahrestag waren. Ich hatte letzte Zeit nicht schlafen, wenn ich daran denke, dass du ganz alleine feiern gehst. Natürlich vertraue ich dir, aber da wird es eine Menge Kerle geben. Das macht mich nervös. Ganz ehrlich, ich wünsche, dass du ein wenig daran denken würdest. Ruf mich an, falls du je reden willst, Mac. Oh, wow. Du solltest echt an deiner Eifersucht arbeiten, Mac. Wirklich. Das ist nicht gut. Für das Frühlingsfest. Die sind wirklich super schön. Eifersucht ist in einem gewissen Maße ja okay, aber das doch nicht ist einfach so lieb. Annalise, Haven Springs, zahle an Riley 500. Ein Geschenk. Liebe Riley, du wirst einen neuen Computer für dein tolles neues Stipendium brauchen. Falls es nicht reicht, sag Bescheid und ich stelle einen weiteren Scheck aus. Ich bin so stolz auf dich als liebe Oma. Oh. Ach, Eleanor ist ihre Oma. Riley hat schon 300 Seiten gelesen. Muss gut sein. Der Mascaron-Effekt. Joan Fleck, eine erstaunliche Zukunftsvision. Okay. Busticket. Dort. Vor kaum einem Monat saß ich in diesem Bus. Kommt mir vor wie Jahre. Oh. Computer. Ich werde das so krass nicht anfassen. Moment. Oh. Hack, benimme Passwort-Hacker. Angriffsmodus, Standardmodus, Brute Force. Testet Passwort, verstrichene Zeit, überprüfte Passwort, 3-4. Oh Gott, nee, das fassen wir nicht an. Alles gut. Das kann Ding besser als wir, Riley. Früher oder später wird Riley von Eleanors Geheimnis erfahren. Wolltest du das zweimal stellen? Wenn nicht, schicke ich es Montag zurück, Riley. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ich wusste gar nicht, dass Riley technisch so begabt ist. Gabe schon. Hat das mit dem Stick geklappt? Nein, noch nicht. Das wird Stunden dauern, wenn wir Glück haben. Oh. Wenn du es dir ansehen willst, es läuft auf dem Computer im Büro. Aber fass bloß nichts an. Okay. Ich bin dir so dankbar, dass du das für uns machst. Du musst mir nicht danken. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Und es macht sogar Spaß. Ich wusste nicht, wie gut du mit Computern umgehen kannst. Willst du was in die Richtung studieren? Bauingenieurwesen. Oh, oder lol. Vielleicht Robotik? Ich muss mich noch entscheiden. Echt verrückt alles. Egal, lass uns über was anderes reden. Deswegen war sie mir vielleicht von Anfang an sympathisch. Sie wollte auch Bauingenieurin werden. Eleanor. Oh, beides blöde Themen. Wie geht's Mac eigentlich? Ich habe ihn ewig nicht gesehen. Ach, der ist hier irgendwo. Aber schämt sich zu sehr, um sich zu zeigen. Jedes Mal, wenn ich ihn sehe, macht er mich blöd an. Ich bin so froh, wenn ich endlich hier weg bin. Halte durch. Ich habe Eleanor heute Morgen in der Black Lantern gesehen. Sie brauchte wohl eine Auszeit von mir. Ich habe sie den ganzen Morgen genervt, dass wir einen von diesen Notfallknöpfen brauchen. Oh Mann. Ich würde 4 Stunden entfernt sein und sie hat noch nie alleine gelebt. Okay. Lass uns später reden. Ich sag Bescheid, wenn es was Neues gibt. Danke nochmal. Okay, wir haben damit unsere Bardenmitgliedschaft verlängert. Oh, Jobanzeige. Muss schwer sein, in einer Kleinstadt neue Angestellte zu finden. Hoffentlich klappt's. Lese Blumen stellt ein. Wir suchen einen freundlichen Angestellte für Ladenführung. Blumenarrangements, Kundendienstkasse, Auslieferungen. Wir sind seit fast 25 Jahren ein Geschäft und Familienbesitz in Haven. Vollzeit- oder Teilzeitstelle möglich. Bitte sprich bei Interesse Eleanor an. Oh Gott. Je länger ich das Spiel spiele, desto mehr denke ich mir. Ich will weg. Weg von all dem hier gerade. Und auch einfach in eine Kleinstadt ziehen. Einfach weg. Irgendwohin. Ich frag mich, was wir bei der Brücke der Blumen finden. Okay. Brücke der Blumen. Sorry. Kann man dir eigentlich helfen? So ein toller Tag. Den hätte ich besser nutzen können. Kann ich vielleicht Laub empfehlen? So ein toller Tag. Ach so, nee, den okay. Hätte ich besser nutzen können. Wir können dir jetzt nicht helfen? Nee, tatsächlich nicht. Da ist eine Notiz. Hier sind wir noch. Take Heat. Aber das war doch gerade die Brücke der Blumen. Das ist doch die Brücke der Blumen. Ah, guck mal. Ist Jack die ganze Zeit diese... Oh, der hat einen Stein. Toll, er kommt. Oh scheiße, wir hätten jetzt das Puder gebaut. Guck mal. Gefällt euch mein Gürtel? Er besteht aus Menschenhaut. Ryan ist so geil. Was denkst du, sollten wir tun? Kämpfen, bestechen, bedrohen. Bestechen! Wie wäre es mit etwas Gold im Austausch für deinen Rubin? Oh, du hast meine Aufmerksamkeit. Wie viel? 1 Gold. Wir haben leider nicht mehr. 1 Gold. Was? Mehr nicht? Ich hau euch in Stücke. Oh, das ist aber ungünstig. Wir hätten dieses blöde Trollpulver nehmen müssen. Kacke. Okay, aber wir machen erstmal Ethan. Angriff und zwar die Flammenklinge. Flammenklinge! 1 Schaden und du stehst für die nächsten 2 Runden in Flammen. So. Dann Alex.
Angriff. Verstimmter Akkord. Verstimmter Akkord. Ein Schaden. Werfe Stein. Oh nein. Zwei Schaden. Ich meine immer noch. Ist okay, dass du brennst. Ethan, Magie. Oh, voll. Aber ich krieg dann auch einen Schaden, ne? Wir machen eine Feuerwelle. Feuerwelle! Drei Schaden für dich, ein für sie. Sorry. Das war's wert. Alex kann nämlich Magie. Heilende Serenade. Heilende Serenade. Plus eins Gesundheit für uns. Ja. Werfe Stein. Zwei Schaden. Ich brenne immer noch. Okay, Ethan, Angriff, wieder die Flammenklinge. Flammenklinge! Ein Schaden und du stehst für die nächsten zwei Runden in Flammen. Genau, weil dann brennt er nämlich weiter. Alex. Magie, wieder die heilende Serenade. Heilende Serenade. Plus eins Gesundheit für uns. Lämmter Schlag. Gelähmt. Nein! Ich brenne immer noch. So eine Kacke. Ethan. Magie. Nee, okay. Angriff. Stich. Zwei Schaden. Wie viel Schaden hatte dieser blöde Troll? Doppeltreffer. Wie gemein. Ich brenne immer noch. Gibt's da, ist da der Troll auch drin? Nee, ne? Verdammte Axt. Okay. Ethan, Angriff, Stich. Zwei Schaden. Und Alex, wieder Magie, ihre heilende Serenade. Heilende Serenade. Plus eins Gesundheit für uns. Werfe Stein. Hör doch mal auf, Steine auf mich zu schmeißen. Was soll das denn? Okay. Ethan, Angriff, Stich. Zwei Schaden. Gibt's ja nicht, ey. Stirb doch jetzt endlich, du blöder Troll. Ja! Wie oft Ethan wohl stirbt in diesem... Ach, Ethan, sage ich schon. Wie oft Ryan wohl stirbt in dem Ganzen? Hier. Guck, was ich hab. Yeah, neue Fertigkeit gelernt. Klasse Krieger, Fertigkeit, zorniger Schlag. Hat Angriff, Effekt 3 Schaden, kann nur einmal pro Kampf eingesetzt werden. Geil. Einen haben wir. Noch zwei. Yep. Darunter verbirgt sich doch eindeutig Ryan, oder? Entschuldigung. Hey, weiß irgendwer, wie lange dieses Theaterspiel-Ding läuft? Kann man sich noch viel dafür anfällen? Sieht doch irre viel Spaß aus. Tut mir leid, Kumpel, wir sind schon ziemlich weit fortgeschritten mit der Geschichte, aber viel Spaß bei der Show. Ach, schade, vielleicht beim nächsten Mal. Ja, unbedingt. Okay, wir müssen auch Gold für magische Waren ausgeben. Stand ja zumindest gerade bei meinem To-Do. Also, hier Notizen. Für den Seelenamethyst, für den Seelen-Saphir, die Schuppe gegen den Saphir. Stimmt, wir müssen noch Dinge. Wir gehen mal zurück zu Steph und kaufen was. Der Troll hat sich ja jetzt mittlerweile erledigt, aber wir, glaube ich, nehmen nochmal... Wir müssen immer noch diese magische Fischschuppe für Steph finden. Ja. Aber davor kaufen wir kurz was. Damit wir uns... ich glaube, wir nehmen das Heilen. Und dann können wir uns einfach heilen. Wow, gee. So smart manchmal von dir. So, da sind wir wieder. Wir wollen magische Waren einkaufen. Oder was ist denn die Gewandtheit? Einmal ausweichen. Nun, der Verbündete weicht im nächsten Angriff aus, kann aber eingesetzt werden. Vielleicht auch nicht verkehrt. Sprechen. Gewandtheit ist ein echt komisches Wort. Danke, Thanor. Das ist erkenntnisreich. Okay, Heilung. Also, kann ich mit meiner Musik schon heilen? Ja, aber die Schriftrolle heilt uns komplett.
Und sie heilt auch noch Vergiftungen und so. Ja, da dreht aber, da haben wir halt schon zwei, ne? Wir haben bereits eine Schriftrolle des Vorteils. Wollen wir denn nicht mehr Vorteile? Ne, wir nehmen mal die Gewandtheit. Ein Gold, bitte. Okay, damit haben wir jetzt alles. Wir haben zwar kein... Ach schon, wir haben auch immer noch den Schlüssel, ne? Den müssen wir auch noch finden, ne? Jetzt haben wir zumindest für alles eine Schriftrolle. Das heißt, egal welche Situation wir kommen, ist es nicht schlecht, dass wir die haben. Also wir sind quasi immer vorbereitet, egal was kommt. Und das ist gut. So. Jetzt schauen wir mal zum Fluss. Weiter kommt die Schuppe. Wir haben jetzt dies nämlich auch abgehakt. So, wir gehen runter zum Fluss. Die Gasse führt zum Fluss. Und im Fluss leben Fische. Huch. Sie sind hier. Wehe mir, wehe mir. Was denn? Seht, mein Geliebter wurde vom Flussmonster da drüben erschlagen. Oh je. Durch die Gasse. Dort. Beim Fluss. Oh je, oh je. Ihr seid ganz tolle NPCs. Fast wie fast wie in einem richtigen Spiel. Vorsicht vor dem Flussmonster. Da. So. Ach, guck mal, ich glaube Ryan kommt wieder. Na, guck mal. Eine Art Schlange? Sieht so aus. Müssen wir sie bekämpfen? Na, warum denn nicht? Es ist wert, hat es nicht verdient. Sie ist niedlich. Sie ist niedlich. Ich meine, sie ist schon ganz süß, oder? Was laberst du da? Sie wird angreifen. Was sollen wir jetzt tun? Kämpfen, beruhigen, erschrecken, beruhigen. Hey, wir wollen dir nicht wehtun. Ja, ein Versuch war's wert. Okay, wir kämpfen wieder. Aber Ryan, es tut mir leid, du bist fürchterlich süß als Wasserschlange. Es tut mir leid. Okay, Ethan, Angriff. Wir machen wieder die Flammenklinge als erstes. Ja, dann steht sie wieder in Flammen. Kein Schaden und du stehst für die nächsten zwei Runden in Flammen. Ja. Dann Alex macht wieder Magie, ihre heilende Serenade. Heilende Serenade. Plus eins Gesundheit für uns. Zwei Schaden. Das ist aber nicht nett. Ich brenne immer noch. Okay, Ethan macht dann Angriff, den zornigen Schlag. Zorniger Schlag. Das sind drei Schaden, ne? Drei Schaden. Und dann macht Alex auch mal einen Angriff, und zwar den verstimmten Akkord. Verstimmter Akkord. Ein Schaden. Bocke, Gift. Da, darauf wollte ich hinaus. Bin vergiftet. Ich brenne immer noch. Ah, Giftschaden. Ja, weil jetzt können wir nämlich Gegenstand, Schriftrolle der Heilung. Schriftrolle der Heilung. Feanor und ich haben wieder volle Gesundheit. Alle negativen Statuseffekte sind weg. Danke. Ethan, Angriff. Zorniger Schlag geht nicht mehr. Magie. Machen wir mal die Feuerwelle. Ich weiß, damit nehme ich einen Schaden, aber die ist aktuell noch. Drei Schaden für dich, ein für sie. Jetzt kann ich nämlich auch angreifen mit meinem verstimmten Akkord. Verstimmter Akkord. Das sind wieder vier Schaden. Wir haben jetzt eben schon acht Schaden gemacht. Zwei Schaden. Das ist okay. Ethan kann jetzt Angriff mit Stich. Zwei Schaden. Und ich mache wieder meine heilende Serenade. Heilende Serenade.
Plus eins Gesundheit für uns. Ah. Ist okay. Stirb doch einfach. Ethan. Magie, Feuerwelle geht noch einmal, ne? Angriff. Ach, Flammenklinge, stimmt, das steht ja gar nicht mehr in Flammen. Ein Schaden und du stehst für die nächsten zwei Runden in Flammen. Alex, Angriff. Wobei, was ist denn meine andere Magie? Ergreifende Hymne. Ergreifende Hymne. Verdoppelt Thanos nächsten Wusste ich gar nicht, dass ich die hab. Ich bin immer noch. Ah! Tot! Geil. Loot. Jawohl, ja. Mehr Beute. Okay. Lassen wir mal ein paar Ohren bluten. Neue Fertigkeit in der Klasse Baden. Furchtbare Dissonanz. Angriff. 3 Schaden. Geil. Warte. Was ist das? Ah, guck mal. Die Schuppe. Ich hab die Fischschuppe. Gehen wir zurück und tauschen sie gegen den Seelensaphir ein. Yes. Damit hätten wir 2 von 3 Seelensaphiren. Bist du traurig, dass wir die Schlange töten mussten? Schon ein bisschen, ja. Nee, ist okay. Oh. Liegt er da immer noch? Nee. Oder? Doch, er liegt da noch. Oh, ein Notenblatt. Guck mal. Was ist mit dem Rest des Notenblatts passiert? Typ Magie, Effekt Lähmung. Gegner können sich eine Runde lang nicht bewegen. Ja, geil. Danke dafür. Ja.